Mit H&M, BlackBerry und Oracle werden in dieser Woche drei Unternehmen ihre Zahlen vorlegen. Zahlen, bei denen Anleger sicherlich etwas genauer hinschauen dürften. Und genauer hinschauen, das wollen wir heute auch mit Frank Benz von der Benz AG Partner für Vermögen. Herr Benz, morgen geht es los mit H&M, wird seine Bücher öffnen. Die Vorzeichen scheinen bislang ganz positiv. Société Générale sprach in dieser Woche erst eine Kaufempfehlung aus. Sind Sie ähnlich optimistisch? Gut, man muss natürlich sagen, die Basis ist geschaffen. Wir haben eine anziehende Konjunktur auch in Europa. Hennes und Mauritz will weltweit im Jahr im Schnitt 10-15% jeweils zulegen. Zum einen durch die Eröffnung neuer Läden. Bisher wurden im letzten Jahr 365. Dieses Jahr sollen 375 hinzukommen. Auf die verschiedenen Modemarken sollen in verschiedene Märkte eintreten, unter anderem Australien, unter anderem auch Philippinen, wo wir natürlich eine große Masse an konsumfreudigen Konsumenten und Abnehmer haben. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wenn man sich die Kennzahlen anschaut, ist die Aktie schon etwas teurer im Vergleich zum Marktdurchschnitt. Ich denke, an schwachen Tagen kann man beginnen einzusammeln, aber man muss natürlich damit rechnen, es geht nicht nur nach oben. Keine allzu großen Sprünge dürften Anleger wahrscheinlich von BlackBerry erwarten. Hier waren die vergangenen Monate, Jahre, muss man fast schon sagen, nicht allzu rosig. Können die Kanadier vielleicht gerade vor diesem Hintergrund positiv überraschen? Gut, ich denke, hier hätten wir wahrscheinlich das größte Überraschungspotenzial. In den letzten Wochen wurde bekannt, dass wir, also speziell BlackBerry, an einer Lösung arbeitet, End-to-End-Verschlüsselung. Und im Nachgang zu der ganzen Geschichte, was wir von Snowden noch mitbekommen haben, gibt es sicher einige Unternehmen und Regierungen, die auf solche Verschlüsselungstechniken, die vielleicht nicht allzu kompliziert sind, großen Wert legen. Es kommt noch ein weiteres Indiz dazu. BlackBerry hat sich vor einigen Wochen darum gekümmert, eine Plattformlösung zu schaffen, wo verschiedene Geräte miteinander vernetzt werden können. Relativ einfach, wie man sagt. Tatsächlich wird es erst dann zum Tragen kommen, wenn man sieht, wie es funktioniert. Ich denke, für spekulative oder risikofreudige Anleger ist die Aktie sicher ein Blick wert. Aber auch wenn wir jetzt gute Zahlen bekommen, muss es noch nicht heißen, dass es nur noch bergauf geht. Positive Analystenkommentare gab es zuletzt auch für Oracle. Woher kommt der aktuelle Optimismus? Gut, Technologiewerte im Moment allgemein haben einen guten Lauf, das muss man einfach anerkennen. Bei Oracle haben wir einen großen Vorteil dergestalt, dass man in der Zwischenzeit gelernt hat, sogenannte dauerhafte Wartungsaufträge abzuschließen. Das heißt, ich als Kunde binde mich über einen gewissen Zeitraum für dieses Service- oder Wartungspaket, was wiederum der Gesellschaft, also in dem Fall Oracle, den Vorteil beschert, dass ich eigentlich kalkulierbare Erlöse bekomme und der einzelne Kunde nicht einfach Elemente herausnehmen kann oder stoppen kann. Das führt dazu, dass der Cashflow tendenziell momentan immer noch ganz gut steigt. Auf der anderen Seite ist es im Vergleich zum Markt gesehen auch momentan die teuerste Aktie. Der Markt liegt ungefähr bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15 und Oracle ungefähr bei 23. Das heißt, mir muss als Anleger auch klar sein, dass ich relativ viel Geld fürs Unternehmen momentan bezahle. Schauen wir zuletzt noch auf den deutschen Aktienmarkt. Der ZDW-Index fiel heute bereits zum 6. Mal in Folge. Wird die Luft am deutschen Aktienmarkt langsam aber sicher etwas dünner? Gut, man muss natürlich sagen, wir haben im Jahresanfang, Q1 haben wir einen Effekt dergestalt, dass wir relativ stark gestiegen sind. Ich denke, etwas Luft wird jetzt abgelassen. Auf der anderen Seite muss man sagen, solange wir so ein breites und so ein robustes Wachstum haben und es wird, solange die Zinsen und die Geldschleusen der EZB offen bleiben beziehungsweise nicht gravierend begrenzt werden, glaube ich, einfach überwiegt dieser Liquiditätseffekt. Wir gehören zurück zu einer Normalität, auch wenn das Wachstum etwas zurückgeht. Ausschläge haben wir immer gehabt. Die Prognosen, also die Erwartungen etwas schlechter, auf der anderen Seite die Lage von den Unternehmen besser bewertet. Das heißt, die Aufträge sind momentan da. Ob sie in dem Maße zukünftig so steigen werden oder sich nur auf dem Niveau halten, das wird man sehen. Aber ich glaube, es ist trotzdem eine relativ gute Basis für den Aktienmarkt. Frank Benz von der Benz AG, Partner für Vermögen. Vielen Dank für das Gespräch.